Hillary Clinton, der Kampf ums Weiße Haus. Wir porträtieren heute eine nicht nur politische Stehauffrau, für die das interne Rennen noch nicht gelaufen ist. Wird sie die mächtigste Frau der Welt? Sie ist tüchtig, zäh und klug. Sehr zurückhaltend. Steif und zurückhaltend. Hillary Rodham Clinton versucht, die nächste Präsidentin der Vereinigten Staaten zu werden. Ihr Motto ist, niemals aufgeben, niemals, nie aufgeben. Sie ist bekannt als Phönix, jener Vogel, der aus der Asche emporsteigt. Jede Niederlage hat sie bisher weggesteckt. Sie gilt auch als Falke, steht im Ruf, rücksichtslos zu sein. Aber was verbirgt sich eigentlich hinter der Person Hillary Clinton? Was ist ihre Motivation? Wie ist ihr Verhältnis zu ihrem Mann? Manche sagen, sie hätte Bill verlassen sollen. Was zeichnet Hillary Clinton tatsächlich aus? Hat sie das Zeug zur mächtigsten Frau der Welt? In den USA sprechen wir mit Insidern und blicken hinter die Kulissen. Wir müssen herausfinden, was passiert ist und verhindern, dass so etwas je wieder passieren kann. Ihre Kompetenz bestreitet niemand ernsthaft. Aber hat sie tatsächlich gute Chancen, ins Weiße Haus einzuziehen? Wir fragen Jonathan Allen. Er hat ein Buch über Hillary Clinton geschrieben. Sie wollte immer jedem beweisen, wie tough sie ist. Und ich denke, es gibt in den Vereinigten Staaten niemanden, der das nicht von ihr annehmen würde. Peter Baker, Chefredakteur der New York Times. Sie ist sehr aufmerksam, klug, sie macht ihre Hausaufgaben. Sie kennt jedes Detail, erinnert sich an alle Gesichter, erinnert sich an Geschichten. Sie würde nie in eine Sitzung gehen, ohne perfekt vorbereitet zu sein. Die BBC-Korrespondentin Kim Gatters war jahrelang mit Hillary Clinton unterwegs. Ich konnte mir ein genaues Bild von Hillary Clinton machen. Daniel Harper, Journalist für den Weekly Standard. Sie hat einen tollen Lebenslauf. Wenn man sie allerdings nach ihren Erfolgen fragt, wird die Suppe schon viel dünner. Hillary Diane Rodham wird im Jahr 1947 in Chicago geboren. Als ältestes von drei Kindern. Mit 13 Jahren will Hillary Astronautin werden. Sie schreibt einen Brief an die Raumfahrtbehörde NASA. Doch die lehnt Hillary ab. Für sie war das eine prägende Erfahrung, wie sie später erzählt. Ich wollte unbedingt Astronautin werden. Bisher hat es keine Frauen in der Raumfahrt gegeben. Und die NASA schrieb mir zurück, es wird auch keine Astronautinnen geben. Das hat mich zutiefst enttäuscht. Keine Frauen erwünscht, das war die harte Lehre für die junge Hillary. Die Tatsache, als Frau zurückgewiesen zu werden, prägt sie für den Rest ihres Lebens. Die Jahre am Universitätscampus von Yale in New Haven, Connecticut, sind für die junge Frau eine wichtige Zeit. Hier trifft sie Bill Clinton. Es war angeblich Liebe auf den ersten Blick. Yale ist neben Harvard und Princeton eine der besten Universitäten des Landes. George Bush Senior, Dick Cheney und Filmregisseur Oliver Stone sind unter anderem Absolventen dieser Elite-Universität. Ich finde, Hillary Clinton sollte die nächste Präsidentin der USA werden. Sie hat eine Menge Erfahrung und wir brauchen eine Frau im Weißen Haus. Ich denke, sie wäre das kleinere Übel. Clinton sollte für die Präsidentschaftswahl nominiert werden. Das würde die Frauen im Lande mobilisieren. Viele würden dann wählen gehen. Viele, die früher nicht zur Wahl gegangen sind. Ich könnte mir vorstellen, dass sie die nächste Präsidentin wird. I think she'll be president. Als Studentin testet sie ihre Grenzen aus, soll Marihuana geraucht haben, was sie später allerdings öffentlich abgestritten hat. Hillary Clintons frühere Professoren jedenfalls sprechen mit Hochachtung von der Kandidatin.
Clinton ist klug und kompetent. Sie kümmert sich um die Sorgen, die uns alle beschäftigen. Sie denkt über die wichtigen Dinge des Lebens nach. Zudem ist sie entscheidungsfreudig und eine Kämpferin. Im Jahr 1973 stellt Bill Clinton Hillary seiner Mutter vor. Bill ist mehrmals mit ihr ausgegangen. Allerdings fiel seine Wahl normalerweise auf Frauen, die in einem Schönheitswettbewerb mitmachen oder eine Rodeo-Prinzessin sind. Frauen, die dem Geschmack der Männer in den Südstaaten entsprechen. Seine Mutter war eine aufgetackelte Frau mit rotem Lippenstift und wilder Frisur. Sie war so richtig extrovertiert. Als sie beiden an der juristischen Fakultät studierten, stellte sie Bill eines Tages vor. Seine Mutter nahm ihn zur Seite und sagte, wer ist diese Hillary? Denn sie sah so ganz anders aus als jene Frau, mit denen Bill früher zusammen war. Sie trug eine dicke Brille und eine Hippie-Frisur. Sie hatte einen anderen Lebensstil, wie die Leute im Nordosten eben. Die haben ihre Haare auch nicht so hergerichtet wie im Süden. Aber Bill sagte zu seiner Mutter, Mom, ich kann mit ihr reden. Wir besuchen Fayetteville, Arkansas, Bill Clintons Heimat im Süden der USA. Hier ist das Leben einfach. Ganz anders als jenes auf dem Yale Campus oder in New York. Dieses Haus kauft Bill damals für seine Hillary. Kate Johnson ist Rechtsanwältin und eine Freundin der Clintons. Sie verwaltet das Haus. Heute ist das ehemalige Domizil der Clintons ein Museum. In Arkansas geboren, wollte Bill eigentlich nach seinen Studien in die Heimat zurückkehren, aber Hillary zögert, mit ihm zu gehen. Sie war zuvor noch nie hier gewesen und hatte eine negative Vorstellung von Arkansas, wie die meisten. Die Leute gelten hier als Bauern, als hinterwäldlerisch. Und Hillary teilte offensichtlich diese Meinung. Bill kam nach dem Ende seiner Studien nach Fayetteville. Hillary folgte ihm nicht nach. Sie nahm einen Job in Pennsylvania an. Im ersten Jahr sahen sich die beiden kaum. Aber schließlich bemerkte auch Hillary, dass die Leute hier Schuhe tragen und keine reaktionären Proleten sind. Auch, dass es Toiletten mit Fließwasser gab. Also kam sie schließlich zu der Erkenntnis, dass der Ort hier doch auch für sie angenehm sein konnte. Und so folgt die Hippie-Intellektuelle aus Chicago schließlich doch noch ihrer großen Liebe in die Südstaaten nach. Das ist die Innenausstattung des Museums. Hier war das Wohnzimmer. 1975 haben die Clintons genau in diesem Wohnzimmer geheiratet. Das Kleid hat sie knapp vor der Hochzeit bekommen, für $53 von der Stange. Bill schafft den Sprung ins Gouverneursamt von Arkansas. Und Hillary kümmert sich in diesem Staat um das Wohlergehen der Kinder. Hillary übernahm das Amt für Erziehung. Sie hat sich für Reformen im Bildungswesen eingesetzt. Eine der wichtigsten Forderungen damals war der verpflichtende Kindergarten für jedes Kind. Zu dieser Zeit hatten wir noch keine Kindergartenpflicht. Und die Clintons waren der Meinung, das wäre eine geeignete Einrichtung für den freundschaftlichen Umgang der Kinder miteinander. Sie wollten jedem die Möglichkeit geben, einen Platz in einem staatlichen Kindergarten zu bekommen. Gleiche Möglichkeiten für Kinder von armen Familien, gleiche Rechte für Frauen. Im Laufe ihrer politischen Karriere steht soziale Gerechtigkeit stets an erster Stelle. ...1992 gewinnt Bill die Wahl zum US-Präsidenten. Bill und Hillary sind am Zenit ihrer Macht angelangt. Die neue First Lady konzentriert sich auf die Gesundheitsreform.
Sie leitet eine eigens ins Leben gerufene Projektgruppe. Eine Gesundheitsversicherung für alle Amerikaner, das ist ihr Ziel. Hillary ist vor allem an Inhalten und Ergebnissen interessiert. Das kann in der Politik manchmal problematisch sein. Sie ist kein politisches Naturtalent, so wie etwa ihr Ehemann Bill. Die Menschen lieben ihn, egal was er tut. Er kommt praktisch mit allem durch. Er ist charmant, charismatisch. Er geht auf jeden Spaß ein und die Menschen freuen und entspannen sich. Hillary dagegen erzählt, was die Leute hören wollen, und dennoch kommt sie irgendwie nicht richtig an. So gesehen hat es Hillary wesentlich schwerer, als ihr Mann Bill es hatte. Hillary muss immer viel mehr arbeiten, sich viel mehr bedanken für etwas. Sie muss immer sicher gehen, dass die Leute sie mögen und dass sie die Menschen mag. Bill Clinton hingegen erreicht das alles einfach mühelos. X, Y und Z to prove to people that she likes them. Bill Clinton does it with one look. Die Clintons sind zu diesem Zeitpunkt die wohl politisch einflussreichste Familie in den Vereinigten Staaten. Sie haben eines der erfolgreichsten politischen Netzwerke gegründet. Sie riefen Stiftungen ins Leben, nachdem sie die politische Macht abgeben mussten. Sie verwalteten eine Geldmaschine, in der alles miteinander verflochten ist. Sie haben ein Vermögen erwirtschaftet. Auf der anderen Seite haben sie auch viel Geld für wohltätige Zwecke gespendet, weltweit. Und als politische Ratgeber sind sie nach wie vor sehr einflussreich, auch innerhalb der Demokratischen Partei. Die Welt der Clintons funktioniert etwa folgendermaßen. Bill Clinton hat seinen eigenen Stabschef, er hat seine eigenen Helfer. Dasselbe gilt für Hillary und für die Tochter Chelsea. Es gibt also drei unabhängige Lager in der Welt der Clintons. Sie kommen allerdings nicht miteinander aus, sie mögen sich nicht. Es gibt ständig Streitereien und Machtkämpfe. Dauernd wird aneinander vorbeigeredet und intrigiert, insbesondere als Chelsea dazu kam. Chelsea Clinton spielt da in diesem Zusammenhang eine übergroße Rolle. 2008 entschied sie, im Clinton-Business mitzumischen, und sie setzte sich über Mitarbeiter hinweg, die wesentlich länger als sie im Team waren. Und das führte unvermeidlich zu großen Frustrationen in der Clinton-Dynastie. In Folge wagt es alsbald niemand mehr, die Clintons zu kritisieren. Journalisten bemerken recht schnell, dass Berichte über die Clintons ihre weitere Karriere beeinflussen würden. Jahre vorher, der Skandal, der ganz Amerika monatelang in Atem gehalten hat. Neben anderen Affären ist der Stein des Anstoßes jene mit der 22-jährigen Monica Lewinsky, Praktikantin im Weißen Haus. Clinton wird wegen Amtsvergehens angeklagt. Es ist ein Moment, der für Hillary sehr demütigend gewesen sein muss. Ich freue mich, dass ich in den nächsten Tagen aussagen darf. Ich werde umfassend und wahrheitsgemäß antworten. Die Frage, was genau unter einer sexuellen Beziehung zu verstehen ist, fesselt die Fernsehnation wochenlang. Sie können wegen Meineids oder Behinderung der Justiz bestraft werden. Ich denke, das ist korrekt. Gestehen oder wegen Meineids verurteilt werden. Der mächtigste Mann der Welt zieht seinem Verderben entgegen und sagt: Ich hatte keine sexuelle Beziehung zu dieser Frau, Miss Lewinsky. Schließlich gesteht Clinton eine unangemessene Beziehung. Dies kostet ihn beinahe die Präsidentschaft. Allerdings wird die Öffentlichkeit nach und nach auch über andere außereheliche Affären von Bill Clinton informiert. Der moralischen Unterstützung seiner Frau Hillary ist er sich sicher. Sie sehen hier zwei Leute vor sich, die sich lieben. Wir sprechen hier von keinem Arrangement, sondern von einer Ehe. Das ist etwas ganz anderes. Und ich sitze hier nicht wie eine kleine, unbedarfte Frau, die zu ihrem Mann steht. Ich sitze hier, weil ich ihn liebe und respektiere. Und ich akzeptiere, was er und was wir mitgemacht haben. Etwas hat mich sehr bewegt an der ganzen Sache. Hillary ist in einem Haus aufgewachsen, in dem ihre Eltern stets zusammengehalten haben, egal was war.
Scheidung wäre tabu gewesen. Und Hillarys Vater war ein schwieriger Mann, zweifellos. Es gibt da einige Dinge, die weder ausgesprochen noch geschrieben worden sind. Aber ihre Mutter Dorothy stand zu ihm, denn Scheidung wäre nicht in Betracht gekommen, in keinem Fall. Ich glaube, in Wahrheit leben sie ein getrenntes Leben. Ich denke, es ist eine Art Ehe, aber eine Partnerschaft, in der man nicht dauernd aufeinander klebt. Bill Clinton ist praktisch 320 Tage im Jahr unterwegs. Er schläft in Hotelzimmern. Mal ist er in Europa oder Asien, dann kommt er wieder nach Amerika zurück. Hillarys Leben spielt sich da schon eher zu Hause ab. Sie lebt die meiste Zeit in Washington, D.C. Sie verbringen bei weitem nicht so viel Zeit miteinander, wie man denken würde. It sort of plays out. They don't spend as much time as some might think together. Drei Jahre nach der Lewinsky-Affäre wird Hillary Senatorin des Staates New York. Während dieser Zeit profiliert sie sich politisch, tritt aus dem Schatten ihres Ehemannes und bringt sich in Position für das Präsidentschaftswahljahr 2008. In den Vorwahlen liefert sich Hillary ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Barack Obama. Es ist ein harter Kampf. Selten aber doch lernt man Hillary in dieser Zeit von einer sehr persönlichen Seite kennen. Das Land hat mir so viele Möglichkeiten geboten. Und ich will nicht, dass wir uns zurückentwickeln. Das meine ich genau so. Ich beobachte genau, was in unserem Land vor sich geht. Und wir müssen einiges rückgängig machen. Manche Menschen glauben, Wahlen wären eine Art Spiel, wo einer oben, der andere unten steht. Aber in Wirklichkeit geht es um unser Land, um die Zukunft unserer Kinder. Es geht um uns alle. Völlig überraschend verliert Hillary die Primaries gegen ihren demokratischen Rivalen Obama. Was ist schiefgelaufen? Zwei Missgeschicke sind passiert. Hillary Clintons Wahlkampf war ein einziges Desaster. Und die Mitarbeiter, die sie beraten haben, hassten einander. Es war kein Team von Rivalen, es war eine Schlangengrube. Die haben mehr Zeit verbracht, miteinander zu streiten, als sich auf den Wahlkampf zu konzentrieren. Es war ein Schlamassel, von vorne bis hinten. Der größte Fehler aus meiner Sicht war, dass sie Leuten in ihrer Umgebung vertraut hat, von denen sie annahm, dass sie kompetent seien. Ihr war Loyalität oft wichtiger als Kompetenz. Sie hat oft sehr spät erst realisiert, dass ihre Mitarbeiter sie schlecht beraten haben. Und sie waren so desorganisiert, dass sie ihre Strategie so lange nicht ändern konnten, bis es zu spät war. Und dann war noch die Kampagne von Obama. Die war nahezu fehlerlos. Einmalig für einen Newcomer im Rennen um die US-Präsidentschaft. Er hat die Fantasie, die Sehnsucht der Öffentlichkeit beflügeln können, genau zum richtigen Zeitpunkt. Der Mann war ein Phänomen. Und das war etwas, mit dem Hillary nicht zurechtkam. Hillary und Bill Clinton waren es nicht gewohnt zu verlieren. Doch das Blatt wendet sich. Ein historischer Sieg. Barack Obama ist der neue US-Präsident. Er bietet Hillary zur Überraschung vieler das Amt der Außenministerin an. I am proud that she will be our next Secretary of State. Es war eine Art Zwangsehe. Keiner von beiden hat sie eigentlich so gewollt, aber sie sollte für beide von Vorteil sein. In den darauffolgenden vier Jahren besucht Hillary Clinton 112 Staaten. BBC-Reporterin Kim Gatters reist die meiste Zeit mit ihr. Im Jahre 2009 habe ich Hillary kennengelernt. In ihrer ersten Woche im Außenamt. Anfangs war sie sehr zurückhaltend, denn sie war noch verletzt von den vielen negativen Medienberichten während der Wahlkampagnen. Sie war müde vom Kämpfen und sie wusste eigentlich nicht so recht, was sie mit uns anfangen sollte. Recht bald wächst sie in die Rolle der Top-Diplomatin des mächtigsten Landes der Welt hinein. Hillarys kämpferische Seite zeigt sich, als die USA Libyen bombardieren.
Der verhasste Diktator Muammar Gaddafi wird gefangen genommen und gelyncht. Hillarys Kommentar: Wir kamen, wir sahen, er starb. Für die USA und den Kampf gegen den Terror noch wesentlicher ist die Tötung von Bin Laden Ende April 2011. Die CIA hatte Bin Ladens Versteck ausfindig gemacht und der Präsident war sich bewusst, dass sofort reagiert werden muss. Hillary überzeugt ihn von der Entsendung speziell ausgebildeter Soldaten, der Navy SEALs. Obama gibt sein Okay und die Mission startet am nächsten Tag. Zwei Helikopter landen auf dem Gelände in Pakistan und Bin Laden wird während der Kommandoaktion getötet. Das ist jenes berühmte Foto, das im Westflügel des Weißen Hauses aufgenommen wurde. Hillary schaut sichtlich bewegt, aber später erklärt sie, die vorgehaltene Hand hätte mit einer Frühjahrserkältung zu tun gehabt. Dann der Tiefpunkt ihrer politischen Karriere. Am 11. September 2012 kommt das US-Konsulat in Benghazi, Libyen, unter Beschuss. Vier Amerikaner, darunter Botschafter Chris Stevenson, verlieren ihr Leben. Die Republikaner bezichtigen die Obama-Regierung, diesen Terroranschlag herunterzuspielen. Fakt ist, wir haben vier tote Amerikaner. War es eine Protestaktion oder wollte man einfach Amerikaner töten? Das macht keinen Unterschied. Wir müssen nun herausfinden, was passiert ist und verhindern, dass so etwas jemals wieder passiert. To prevent it from ever happening again. 2012 geht die Zeit für Hillary als Außenministerin zu Ende. Was hat sie erreicht? What did she achieve? Eine entscheidende Frage und sehr schwer zu beantworten. Clinton wurde nach ihren Erfolgen befragt, aber sie war nicht imstande, eine schlüssige Antwort darauf zu geben. Sie sagte, dass sie sehr viel gereist sei, mehr als 1 Million Flugmeilen, sicherlich mehr als jeder Außenminister vor ihr. Vielleicht steht darauf auch eine Art Medaille. Ich glaube, sie hat einmal erwähnt, sie wolle den Ruf Amerikas in der Welt wiederherstellen. Sie hat auch viel über die Rechte der Frauen erzählt, im Ausland. Toll. Ich glaube nicht, dass sie eine schlechte Außenministerin war. Andererseits gibt es im Nahen Osten weder Frieden, noch ist es Clinton gelungen, bedeutende Verträge auszuhandeln. Ich glaube, das ist ein Problem für sie. Ich würde sogar sagen, das ist ein Problem für ihre gesamte Karriere. Welche Erfolge hat sie als First Lady der Vereinigten Staaten vorzuweisen? Sie hat versucht, das Gesundheitssystem zu reformieren. Wir haben das Hillary Care genannt, aber das ging schief. Sie hat einen tollen Lebenslauf vorzuweisen, aber wenn man sie nach ihren Erfolgen fragt, wird die Suppe schon viel dünner. Das ist eine Frage, die ich ihr in einem der letzten Interviews gestellt habe. Ihr wurde ja vorgeworfen, nichts erreicht zu haben. Und ihre Antwort war: Es sei die Rolle des Außenministers, die Beziehungen zwischen den USA und den verschiedenen Staaten zu managen, die an der Macht teilhaben wollen. Hillary ist bekannt für ihre Einsatzbereitschaft, ist immer bestens vorbereitet und gilt als Workaholic. Viele ihrer Fans loben ihr Engagement. Sie liest alles, was man ihr vorlegt. Sie ist bestens informiert, kommt gebrieft in die Meetings. Aber jeder macht das heutzutage. Sie arbeiten in einem professionellen Umfeld, genau wie ich. Leute arbeiten hart. Das ist doch die geringste Qualifikation für einen US-Präsidenten. Sie könnte die Präsidentschaftswahlen möglicherweise für sich entscheiden. Ist sie eine glaubwürdige Kandidatin? Sicher. Besitzt sie die nötige Qualifikation dafür? Sie hat jene Aufgaben erfüllt, die darauf schließen lassen. Die Amerikaner haben also die Qual der Wahl. Bislang ist Hillary eine Vision für die Zukunft, eine Vorstellung, wie es weitergehen sollte, noch schuldig geblieben. Somit macht sie es den Amerikanern nicht leicht zu entscheiden, ob sie die beste Kandidatin ist oder nicht. Kein Wahlkampf ohne Schlammschlacht. Die republikanischen Gegner von Clinton schießen sich auf ihre angeblich angeschlagene Gesundheit ein.
30 Tage im Spital, ist das wahr? Das war kein belangloser Unfall im Dezember 2012. Wer verbringt schon 30 Tage im Spital? Sie hat ein Blutgerinnsel im Gehirn. Es ist die Gefahr eines Hirnschadens und erneuter Blutgerinnsel. Sie zog sich beim Sturz Kopfverletzungen und ein Blutgerinnsel hinter dem Ohr zu. Öffentliches Ärgernis erregt auch die Enthüllung, dass Hillary während der Zeit als Außenministerin ihre private E-Mail-Adresse für die gesamte dienstliche Kommunikation verwendet hat. Ich dachte, es sei praktischer, nur ein Mobiltelefon für meine Arbeit und für meine persönlichen E-Mails zu verwenden. Rückblickend muss ich allerdings sagen, es wäre besser gewesen, zwei E-Mail-Adressen zu benutzen und ein zweites Handy. Aber damals habe ich mir nichts dabei gedacht. Ungeachtet dessen räumen ihr viele politische Beobachter gute Chancen auf den Sieg bei den Präsidentschaftswahlen im November ein. Wenn sie Präsidentin der Vereinigten Staaten werden sollte, als erste Frau in diesem Amt, dann wird Bill nur mehr eine Fußnote der Geschichte sein. Dann wird in den Schulen von ihr die Rede sein, neben früheren Präsidenten wie George Washington, Abraham Lincoln und Barack Obama, dem ersten schwarzen Präsidenten. Sie würde dann einen Platz in den Geschichtsbüchern haben, wie niemand anderer zuvor. Die Präsidentschaft von Bill war vom Wirtschaftsminister. Dieses Haus kauft Bill damals für seine Hillary. Kate Johnson ist Rechtsanwältin und eine Freundin der Clintons. Sie verwaltet das Haus. Heute ist das ehemalige Domizil der Clintons ein Museum. In Arkansas geboren, wollte Bill eigentlich nach seinen Studien in die Heimat zurückkehren, aber Hillary zögert, mit ihm zu gehen. Sie war zuvor noch nie hier gewesen und hatte eine negative Vorstellung von Arkansas, wie die meisten. Die Leute gelten hier als Bauern, als hinterwäldlerisch. Und Hillary teilte offensichtlich diese Meinung. Bill kam nach dem Ende seiner Studien nach Fayetteville. Hillary folgte ihm nicht nach. Sie nahm einen Job in Pennsylvania an. Im ersten Jahr sahen sich die beiden kaum. Aber schließlich bemerkte auch Hillary, dass die Leute hier Schuhe tragen und keine reaktionären Proleten sind. Auch, dass es Toiletten mit Fließwasser gab. Also kam sie schließlich zu der Erkenntnis, dass der Ort hier doch auch für sie angenehm sein konnte. Und so folgt die Hippie-Intellektuelle aus Chicago schließlich doch noch ihrer großen Liebe in die Südstaaten nach. Das ist die Innenausstattung des Museums. Wieder passieren kann. Ihre Kompetenz bestreitet niemand ernsthaft. Aber hat sie tatsächlich gute Chancen, ins Weiße Haus einzuziehen? Wir fragen Jonathan Allen. Er hat ein Buch über Hillary Clinton geschrieben. Sie wollte immer jedem beweisen, wie tough sie ist. Und ich denke, es gibt in den Vereinigten Staaten niemanden, der das nicht von ihr annehmen würde. Peter Baker, Chefredakteur der New York Times. Sie ist sehr aufmerksam, klug, sie macht ihre Hausaufgaben. Sie kennt jedes Detail, erinnert sich an alle Gesichter, erinnert sich an Geschichten. Sie würde nie in eine Sitzung gehen, ohne perfekt vorbereitet zu sein. Die BBC-Korrespondentin Kim Gatters war jahrelang mit Hillary Clinton unterwegs. Ich konnte mir ein genaues Bild von Hillary Clinton machen. Daniel Harper, Journalist für den Weekly Standard. Sie hat einen tollen Lebenslauf. Wenn man sie allerdings nach ihren Erfolgen fragt, wird die Suppe schon viel dünner. Hillary Diane Rodham wird im Jahr 1947 in Chicago geboren. Als ältestes von drei Kindern. Der Clinton-Dynastie. In Folge wagt es alsbald niemand mehr, die Clintons zu kritisieren. Journalisten bemerken recht schnell, dass Berichte über die Clintons ihre weitere Karriere beeinflussen würden. Jahre vorher
Der Skandal, der ganz Amerika monatelang in Atem gehalten hat. Neben anderen Affären ist der Stein des Anstoßes jene mit der 22-jährigen Monica Lewinsky, Praktikantin im Weißen Haus. Clinton wird wegen Amtsvergehens angeklagt. Es ist ein Moment, der für Hillary sehr demütigend gewesen sein muss. Ich freue mich, dass ich in den nächsten Tagen aussagen darf. Ich werde umfassend und wahrheitsgemäß antworten. Die Frage, was genau unter einer sexuellen Beziehung zu verstehen ist, fesselt die Fernsehnation wochenlang. Sie können wegen Meinheits- oder Behinderung der Justiz bestraft werden. Ich denke, das ist korrekt. Gestehen oder wegen Meineids verurteilt werden. Der mächtigste Mann der Welt sieht seinem Verderben entgegen und sagt: Ich hatte keine sexuelle Beziehung zu dieser Frau, Miss Lewinsky. Schließlich gesteht Clinton eine unangemessene Beziehung. Dies kostet ihn beinahe die Präsidentschaft. Allerdings wird die Öffentlichkeit nach und nach auch über andere Yale Campus oder in New York. Dieses Haus kauft Bill damals für seine Hillary. Kate Johnson ist Rechtsanwältin und eine Freundin der Clintons. Sie verwaltet das Haus. Heute ist das ehemalige Domizil der Clintons ein Museum. In Arkansas geboren, wollte Bill eigentlich nach seinen Studien in die Heimat zurückkehren, aber Hillary zögert, mit ihm zu gehen. Sie war zuvor noch nie hier gewesen und hatte eine negative Vorstellung von Arkansas, wie die meisten. Die Leute gelten hier als Bauern, als hinterwäldlerisch. Und Hillary teilte offensichtlich diese Meinung. Bill kam nach dem Ende seiner Studien nach Fayetteville. Hillary folgte ihm nicht nach. Sie nahm einen Job in Pennsylvania an. Im ersten Jahr sahen sich die beiden kaum. Aber schließlich bemerkte auch Hillary, dass die Leute hier Schuhe tragen und keine reaktionären Proleten sind. Auch, dass es Toiletten mit Fließwasser gab. Also kam sie schließlich zu der Erkenntnis, dass der Ort hier doch auch für sie angenehm sein konnte. Und so folgt die Hippie-Intellektuelle aus Chicago schließlich doch noch ihrer großen Liebe in die Südstaaten nach. Liefert sich Hillary ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Barack Obama. Es ist ein harter Kampf. Selten aber doch lernt man Hillary in dieser Zeit von einer sehr persönlichen Seite kennen. Das Land hat mir so viele Möglichkeiten geboten. Und ich will nicht, dass wir uns zurückentwickeln. Das meine ich genau so. Ich beobachte genau, was in unserem Land vor sich geht, und wir müssen einiges rückgängig machen. Manche Menschen glauben, Wahlen wären eine Art Spiel, wo einer oben, der andere unten steht. Aber in Wirklichkeit geht es um unser Land, um die Zukunft unserer Kinder. Es geht um uns alle. Völlig überraschend verliert Hillary die Primaries gegen ihren demokratischen Rivalen Obama. Was ist schiefgelaufen? Zwei Missgeschicke sind passiert. Hillary Clintons Wahlkampf war ein einziges Desaster. Und die Mitarbeiter, die sie beraten haben, hassten einander. Es war kein Team von Rivalen, es war eine Schlangengrube. Die haben mehr Zeit verbracht, miteinander zu streiten, als sich auf den Wahlkampf zu konzentrieren. Es war ein Schlamassel, von vorne bis hinten. Der größte Fehler aus meiner Sicht war, dass sie Leuten in ihrer Umgebung vertraut hat, von denen sie annahm, dass sie kompetent seien. Ihr war Loyalität oft wichtiger als Kompetenz. Sie hat oft... Die Entscheidung wäre nicht in Betracht gekommen, in keinem Fall. Ich glaube, in Wahrheit leben sie ein getrenntes Leben. Ich denke, es ist eine Art Ehe, aber eine Partnerschaft, in der man nicht dauernd aufeinander klebt. Bill Clinton ist praktisch 320 Tage im Jahr unterwegs. Er schläft in Hotelzimmern. Mal ist er in Europa oder Asien, dann kommt er wieder nach Amerika zurück. Hillarys Leben spielt sich da schon eher zu Hause ab. Sie lebt die meiste Zeit in Washington, D.C. Sie verbringen bei weitem nicht so viel Zeit miteinander, wie man denken würde. It sort of plays out. They don't spend as much time as some might think together.
Drei Jahre nach der Lewinsky-Affäre wird Hillary Senatorin des Staates New York. Während dieser Zeit profiliert sie sich politisch, tritt aus dem Schatten ihres Ehemannes und bringt sich in Position für das Präsidentschaftswahljahr 2008. In den Vorwahlen liefert sich Hillary ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Barack Obama. Es ist ein harter Kampf. Selten aber doch lernt man Hillary in dieser Zeit von einer sehr persönlichen Seite kennen. Die Tatsache, als Frau zurückgewiesen zu werden, prägt sie für den Rest ihres Lebens. Die Jahre am Universitätscampus von Yale in New Haven, Connecticut, sind für die junge Frau eine wichtige Zeit. Hier trifft sie Bill Clinton. Es war angeblich Liebe auf den ersten Blick. Yale ist neben Harvard und Princeton eine der besten Universitäten des Landes. George Bush Senior, Dick Cheney und Filmregisseur Oliver Stone sind unter anderem Absolventen dieser Elite-Universität. Ich finde, Hillary Clinton sollte die nächste Präsidentin der USA werden. Sie hat eine Menge Erfahrung und wir brauchen eine Frau im Weißen Haus. Ich denke, sie wäre das kleinere Übel. Clinton sollte für die Präsidentschaftswahl nominiert werden. Das würde die Frauen im Lande mobilisieren. Viele würden dann wählen gehen. Viele, die früher nicht zur Wahl gegangen sind. Ich könnte mir vorstellen, dass sie die nächste Präsidentin wird. Als Studentin testet sie ihre Grenzen aus, soll Marihuana geraucht haben, was sie später allerdings öffentlich abgestritten hat. Hillary ist vor allem an Inhalten und Ergebnissen interessiert. Das kann in der Politik manchmal problematisch sein. Sie ist kein politisches Naturtalent, so wie etwa ihr Ehemann Bill. Die Menschen lieben ihn, egal was er tut. Er kommt praktisch mit allem durch. Er ist charmant, charismatisch. Er geht auf jeden Spaß ein und die Menschen freuen und entspannen sich. Hillary dagegen erzählt, was die Leute hören wollen und dennoch kommt sie irgendwie nicht richtig an. So gesehen hat es Hillary wesentlich schwerer, als ihr Mann Bill es hatte. Hillary muss immer viel mehr arbeiten, sich viel mehr bedanken für etwas. Sie muss immer sicher gehen, dass die Leute sie mögen und dass sie die Menschen mag. Bill Clinton hingegen erreicht das alles einfach mühelos. X, Y und Z to prove to people that she likes them. Bill Clinton does it with one look. Die Clintons sind zu diesem Zeitpunkt die wohl politisch einflussreichste Familie in den Vereinigten Staaten. Sie haben eines der erfolgreichsten politischen Netzwerke gegründet. Sie riefen Stiftungen ins Leben, nachdem sie die politische Macht abgeben mussten. Sie verwalteten eine Geldmaschine, in der alles miteinander verflochten ist. Sie haben ein Vermögen erwirtschaftet. Auf der anderen Seite haben sie auch viel Geld für wohltätige Zwecke gespendet, weltweit.